So, jetzt haben wir leider Gottes ein kleines ernsteres Thema auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, habe ich hier die Custom Games gemacht mit dem Preisgeld, was dann heute leider ein wenig eskaliert ist. Und das in Anführungszeichen 1,5 Stunden, bevor das Ganze zu Ende war. Folgende Situation: Coco beschuldigt quasi mit Leo, Thailand und Sweezy. Würden zusammen teamen, gegenseitig Leo und Coco, dann Thailand und Sweezy. Es gab Situationen, der hätte Sweezy Thailand logischerweise runterschießen können. Dann gibt es Aussagen von Thailand, dass Coco und Leo ja zusammen im Discord sind und zusammen bei Thailand seinem Spot gelandet sind, etc. pp. Ganz ehrlich, das Ganze wurde mir dann heute wirklich ein bisschen zu viel. Nicht zu viel in dem Sinne, sondern einfach, ich habe keine Lust auf diese Kacke. Ich sag ganz ehrlich, ich biete hier quasi eine Plattform an, wo ihr euch gegenseitig messen könnt. Wo ich es dann irgendwo wirklich respektlos finde von allen, die sich halt nicht an die Regeln halten. Wenn wir sagen, wir teamen nicht, dann teamen wir nicht. Dann sagen wir nicht, wo der eine landet. Dann sagen wir nicht, wer wo was macht. Auch dann zusammen im Discord sein, finde ich ganz ehrlich, dann auch nicht so in Ordnung, weil dann kommt, ach, ich wurde von Thailand weggeholt und ja, wo bist du denn gerade? Ja, da und da, und so entstehen natürlich Sympathien. Weil es ist einfach so, wenn ich mich mit irgendeinem unterhalte, ich unterhalte mich ja nicht mit dem, weil ich den nicht leiden kann, sondern weil man Bock hat, zusammen zu spielen. Und irgendwann entwickeln sich da halt einfach Sympathien. Und wenn man dann selber quasi nichts mehr gewinnen kann, besteht natürlich die Möglichkeit, dass man sich dem anderen ein bisschen anpasst. Man weiß ungefähr, wo der immer landet. Ach, da hinten ist er ja. Dann sieht man den Gegner. Ja, dann helfe ich dem mal. Dann gehe ich wieder weiter weg. Nicht offensichtlich teamen. Ich will hier auch keinem irgendwas unterstellen. Es sind einfach nur Aussagen, die ich jetzt einfach mal so blind in den Raum reinwerfe. Was natürlich möglich wäre. Die Kommentare, sage ich schon direkt, sind extra ausgestellt, hatten extra Grund, weil ich habe keinen Bock, dass ihr euch jetzt in den Kommentaren zerfleischt. Ich würde einfach sagen, die Custom Games mit Preisgeld sind dann hiermit leider, ja, so leid ich es sagen muss, gestorben. Weil das wird sich so weiter durchziehen. Das Team an sich wird nicht aufhören, es gibt immer wieder Chaoten, die zusammenspielen, um Gottes Willen. Das lässt sich auch nicht verhindern, aber dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Im Prinzip können wir dann nur noch machen, Team ist erlaubt. Ist natürlich für die richtig, richtig beschissen, die in Anführungszeichen fair spielen. Weil wir spielen Solo. Und wenn wir Solo spielen, wie spielt man dann? Richtig, alleine. Wenn man mit einem zusammenspielt, ist das in meinen Augen ein Du. Ist Du spielen im Solo-Modus sinnvoll? In der Regel nein. Aus dem Grund, sage ich jetzt ganz einfach, Coco hat mir schon geschrieben, Leo auch, Thailand auch, dass Coco die letzte Runde gewonnen hat. Wo ich dann quasi den Stream einfach beendet habe. Heißt, wir haben jetzt einen Gleichstand von, lass mich lügen, 14 zu 14, meine ich. Heißt, es betrifft schon mal keinen anderen. Es betrifft eigentlich nur Thailand und Coco. Und beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig, der Team mit dem, der Team mit dem. Rein theoretisch müsste ich jetzt sagen, weißt du was? Pech. Dann gibt es halt kein Preisgeld. Und ich glaube, das ist in Anführungszeichen auch die fairste Art und Weise, wie ich jetzt mit dem Ganzen umgehen kann. Weil dann hat das Ganze hin und her euch allen vier Leuten nichts gebracht. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich noch sonst dazu sagen soll, weil warum soll ich jetzt noch ein Entscheidungsmatch machen? Weil dann wird eh wieder kommen. Leo landet dann in der Nähe von Coco, Sweezy landet in der Nähe von Thailand, Thailand geht irgendwo angeln und keine Ahnung, Sweezy angelt dann auch, legt Thailand die Fische hin, kriegt gar keiner mit. Er sagt ihm dann einfach, was weiß ich, per WhatsApp oder wie auch immer, es sind jetzt einfach nur mal so Hysterien, die möglich werden. Und sagt einfach, da und da liegen die Fische, ich habe die extra eingepackt, kannst du da holen, falls du keine Fische gefunden hast. Ah, alles klar. Dasselbe kann natürlich Leo für Coco machen oder Coco für Leo, wie auch immer.
Ganz ehrlich, das Schlimmste an der Geschichte ist halt einfach, ihr bescheißt euch alle gegenseitig. Genauso mit dem Anschwärzen in Anführungszeichen. Ihr wisst selber in der Schule, ihr kennt das Ganze. Die, die die Scheiße bauen, sind natürlich auch nicht in Ordnung. Die, die die anderen aber noch verraten, sind auch nicht wirklich besser. Also ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass ich die 20 Euro nicht bezahlen will. Da habe ich schon immer gesagt. Also Wettschulden sind bei mir Ehrenschulden. Und wenn ich sage, ich gebe 20 Euro für die Custom Games, dann mache ich das auch. Aber in dem Fall hier, tut mir leid, aber da fühle ich mich in erster Stelle verarscht. Und ganz ehrlich, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich irgendwie verarschen lassen muss. Deshalb habe ich den Stream auch ausgemacht. Ich habe nochmal geguckt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 22 Zuschauer, was zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gerade schlecht ist. Also ich habe eigentlich zur besten Zeit gerade meinen kompletten Stream ausgemacht. Einfach mitten in der Runde aus. Ja, wir gucken einfach mal, wie wir jetzt weiter damit umgehen, ob wir nochmal Custom Games machen mit Preisgeld oder ob wir das Ganze halt generell einfach sein lassen. Dann spielen wir halt einfach nur noch so du zusammen oder Team-Modus oder machen so einfach mal eine Custom-Runde und dann lassen wir das Ganze. Also ich sag ganz ehrlich, der Kanal ist ja, ganz gut am Wachsen. Support kommt auch von einigen rein, auch aus finanzieller Sicht. Der Support ist auch damit da, wenn ihr nur den Stream besucht. Also preistechnisch wäre da halt noch Luft nach oben. Aber natürlich macht das nur Sinn, wenn alle miteinander fair umgehen. Und da würde ich halt einfach mal sagen, das Jahr ist jetzt fast zu Ende. Ob das wirklich alles so sinnvoll ist, was ihr da so gemacht habt oder auch nicht, oder beschuldigen etc. pp. Oder auch wie teilweise der Umgangston miteinander ist, ist alles nicht so toll. Das war's dann eigentlich schon wieder mit dem Video hier. Wie gesagt, denkt einfach mal drüber nach. Ist halt ein bisschen schade, dass das Ganze dann so enden muss. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ob ich die 20 Euro jetzt noch ausgebe oder nicht. Darauf, das ist ohne Quatsch. Das ist mir wirklich scheißegal. Und das sage ich jetzt wirklich so, wie ich sage. Mir geht es nicht um die 20 Euro. Mir geht es halt nur darum, dass alle anderen, die im Chat auch mit drin sind oder im Livestream, mit darunter leiden. Weil ich bekomme dadurch schlechte Laune und natürlich fragt einer mal wieder, wie ist der Code? Und dann kriegt er von mir halt eine dumme Antwort, was ich aber in dem Moment gar nicht so meine. Und darauf habe ich einfach grundsätzlich keinen Bock drauf. Also Fakt ist einfach, es bekommt gar keiner was dazu. Ihr braucht doch nichts versuchen, in die Kommentare zu schreiben. Die Kommentare mache ich aus, damit sich halt, wie gesagt, da keiner zerfleischt. Und ich würde sagen, im neuen Jahr gucken wir einfach mal, was wir machen. Und in dem Sinne, ihr kennt das Spiel. Haut rein!